Die Gruft der Vendegriffs und ja, bevor ich mich da jetzt reintraue, gucke ich mich einmal, glaube ich, vorher außenrum um. Dass mal hier irgendwie Blut hängt. Ah ja. Chemische Stern, Gena Corvi, Flügel der Krähe. Krähenfuß, Nero-Kreuz, Hexenfuß, CND-Symbol, Todesrune. Opfer für Klebhoff. Wer auch mal Klebhoff ist. Ein Siegel. Hat jemand versucht, quasi die Gruft zu versiegeln? Ich schaue jetzt erstmal hier hinten weiter, bevor ich da reingehe, zumal es da eh dunkel drin ist. Ich da nicht unbedingt rein möchte. Ins Blut. Zeichen eines Kampfes. Verschiedene Fußabdrücke. Blut, Mensch, Krähe. Blutfleck, okay. Das sind hier Gräber. What the fuck steht da? Ruhe in Frieden, okay. Warum steht das hier auf Deutsch drauf? Weil das ist auch mehr so nordische Gräber irgendwie sind, diese Dinger. Das ist nicht das typische Kreuz, was es in Amerika irgendwie gibt, meine ich. Ich bin jetzt nicht kein hundertprozentiger Experte. Aber. Alter, unten sind schon diese großen dicken Lichter. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas im Wald, was ich mir nochmal angucken muss. Was haben wir hier jetzt? Jesus-Statue? Oh. Hier ruhen in Gott meine liebe Frau Tusnelda Schöneberg, geborene Dams. Am 1.3.1874 geboren, gestorben 20.9.1934. Okay, und dann noch ein Bibelpsalm oder Vers, der ihr gewidmet ist. Was liegt da? Eine Krähe, eine Tote? Ne, das ist irgend so ein gegossener Vogel. Okay, nehmen wir mit, wofür immer das gut ist. Ich frage mich, warum das hier auf Deutsch drauf steht. Weil steht auf allen drauf? Ja. Bis hier so eine deutsche Enklave sozusagen war. Also ob hier irgendwie Deutsche gelebt haben. Oder ob sie einfach nur die Texturen angepasst haben, um es auf Deutsch zu machen. Aber das stelle mir ziemlich aufwendig vor für jede Sprachausgabe. Ich könnte es kurz mal umstellen. Egal. Die Öllampe, die sollte irgendwo hier in diesem Turm liegen. Nehmen wir die. Ist auf jeden Fall zerbrochen. Könnte ich den Turm hochgehen? Nein, hier ist Ende. Okay. Aber Corvus müsste eigentlich ja der Rabe. Ich will ja nur, weil hier so ganz viele Krähen-Sachen am Start sind, aber eigentlich müsste Corvus der Rabe sein, meine ich. Weil der Rabe natürlich auch ein Krähenvogel ist. Egal, bringen wir erstmal die Öllampe wieder in ihren Platz. Was auch immer das bewirkt. Weil das sieht hier wie die Vorbereitung für die nächste Morduntersuchung aus, aber ich habe ja noch gar nichts gefunden in der Richtung. Ja, jetzt bleibt nichts mehr anderes übrig. Das Grab der Vendegriffs. Der hat auf jeden Fall eben fleißig gemauert, in der Tat. Ja. Dunkel. Ziehen. Passiert nichts. Griff, Griff. Krähe, Krähe. Ah, ich habe eine dabei, oder nicht? Die müsste da hinpassen. Tatsache. Jetzt mal. Jetzt mal. Wow. What the fuck? Okay, kurz innehalten. Wie mega geil das Spiel aussieht. Das Spiel hat es einfach drauf. Links bei den Krähen diese Hitze-Waber-Effekte über dem Feuer. Mega cool. Hier ist wieder die Siegel. Und das hier ist Chat. Der ein Dolch in der Brust hat. Todesursache. Brustwunde, kein Blut, postmortal. Schnitt im Gesicht seicht, geringe Blutung. Hat Blutstreifen, Rückenwunde. Ein Angreifer, mehrere Angreifer. Okay. Und durch. Ja, lecker. Das ist irgendein Ritualdolch auf jeden Fall.
ist aus Gold oder mit einer Goldlegierung. An der Klinge sind so Verzierungen angebracht. Nehmen wir mal mit. Vielleicht wurden damit draußen die Krähen getötet, die draußen liegen. Also hier. Na gut. Dann untersuchen wir jetzt mal den Mord. Ich denke, ich werde den Zitter so berühren können. Ja, kann ich. Ich habe es schon ab. Sieht gut aus. Werde ich wieder die Sachen mir angucken können. Da muss ich die in die richtige Reihenfolge bringen, bestimmt. Also wir haben Missy. Wir haben Chad. Der da schon irgendwie blutet am Auge. Wir haben Dale. Das ist der Vater, glaube ich, ja. Okay, Dale steht etwas abseits. Hier hinten sind noch zwei. Missy und Dale. Missy wieder mit der Lampe. Oder dann erst mit der Lampe. Und Travis. Ist das Travis? Ja, das ist Travis. Okay, also muss das alles passiert sein vor dem ersten Mordfall, den wir hatten. Weil da Travis dann ja umkommt. Okay, hier hat Missy überall die Lampe. Ich versuche mir schon mal so Anhaltspunkte zu machen. Was ich hier festmachen kann. Dann haben wir noch das hier. Oh, da ersticht sie ihn. Da hat er auf jeden Fall auch schon die Wunde im Gesicht. Müssen wir mal nachdenken. Also ich glaube, da hat er die Wunde im Gesicht gerade bekommen. Oder hier. Also ich würde vermuten, dass das hier eins ist. Kommen Dale und Missy kommen hier an. Wissen wahrscheinlich, also ich vermute mal, dass Chad auch versuchen wird, Ethan umzubringen. Ihn da einzumauern. What the fuck, wie creepy das eigentlich aussieht. Also sie kommen hier an. Was passiert dann? Irgendwie streiten die drei sich auf jeden Fall. Auch wenn Dale da so unbeteiligt dazwischen steht, glaube ich nicht, dass er unbeteiligt sein wird. Weil irgendwas muss Missy ja anstiften, Chad niederzustechen. Ich weiß nicht, wie Davis da irgendwie reinpasst, deswegen würde ich das, glaube ich, ganz als letztes markieren. Als nächstes, also er hat hier noch keine Rückenwunde, das heißt, weil das ist nur, ne, das ist ein Flecktarn. Ja. Das heißt, das da hinten wird hier nach passieren. Das heißt, das wird 4 sein. Also müssen das hier 2 und 3 sein. Wenn ich seine Schritte hier richtig deute, geht er rückwärts. Dann wäre das für mich 2. Das wäre 3. Und dann müsste das hier 4 sein. Warum auch immer Chad dann Dale angreift und Missy ihn dann ersticht von hinten. Wir gucken mal, ob das stimmt. Visualisieren das Ganze gerade mal. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Forever.
he's harmless. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Ah, my eye! Okay. Chad, let me see it. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Chad, get off of him! He's your brother! Get off of him! Oh my God. The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Gross. Ethan. Travis ist der ältere Bruder von Ethan. Und Chad der Onkel ist. Höchstwahrscheinlich. Our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Das würde ich auch so sehen, dass ihr alle krank seid. Must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out, into the air, and into the minds of his family. Sehr, sehr ungesund. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ich muss einfach nochmal angucken. Achso, ja. You know he's harmed. Das Problem ist, was the hell's going? It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Okay. Tunnel in der Mine. Die Mine kennen wir, glaube ich, schon. Das ist ja dieser Minenschacht unten im Dorf. Und der eine Tunnel, wo ich vorbeigegangen bin, auf dem Weg nach hier oben. Das wird übrigens. Also, mir ist gerade nochmal aufgefallen, das hat hier so einen krass nordischen Einfluss einfach. Auch wenn da so ein Kreuz war und das hier einfach eine Kapelle ist, aber das sieht sehr, sehr nordisch aus, das Ganze. Diesen mehreren Giebeln etc. und dieser treppenartige Aufbau. Könnte auch in Norwegen irgendwo stehen, das Ding. Ich habe uns mal nachgeschaut mit dem Satelliten. 30. Mai 1974. Da haben wir also einen Anhaltspunkt, ein Datum. Das war ein experimenteller Kommunikationssatellit der NASA, der dann 5 Jahre lang im All unterwegs war. Also, da hinten sind wieder diese Lichter. Also wir wissen bisher, dass Chad und Travis Ethan umbringen wollten und Missy dem Gedanken nicht ganz abgeneigt war. Jetzt ist die Frage, ob Missy die Frau von Dale oder... Ja doch, er sagt Mom. Also es ist die Frau von Dale eigentlich. Wir gucken jetzt mal zu diesen Lichtern hin, was das ist. People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Nice, jetzt haben wir eine crazy Hexe auch noch am Start, oder was? When you close your eyes, whose voice do you hear? Would you rather be a leaf or a root? Do you take that? Which you know you will not return. Do you feel victory
when your words cause pain? Is cheating truly unfair to others? Does death bring peace or suffering? Ja, so ein super gruseliger Altar hier mitten im Wald. Wir können was lesen. Es hat quasi zweimal angefangen, das zu schreiben. Ist wieder von Ethan auf jeden Fall. Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen. Doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zu Traurigkeit und die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könne. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antworten gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, dass sie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. What the fuck? Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Ja. Was ist eigentlich mit Reality? Also ich glaube, ich möchte lieber, dass Ethan in seiner Fantasiewelt lebt und so diese Dinge schreibt, anstatt dass die Familie sich hier gegenseitig umbringt. Immer noch ein Fetzen. Notiz von Ethans Mutter. Ethan, Liebling, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behältst und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschung verliere. Ich meine es nicht so und ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Du bist mein kleiner Kumpel und mein kostbares Böhnchen. Du musst einfach deinen Kopf aus diesen Wolken ziehen, okay? Okay. Ja, Hammer. Geil. Jetzt haben wir hier so einen geilen, wilden Altar oder was ist das hier? Das ist auch so ein Zelt. Die Lichter sind auf jeden Fall weg. Ja, what the fuck, ey. Das Spiel macht mich ein bisschen wahnsinnig. Mir ist uns auch eingefallen, also das eine spielte zwar 1974, also die Zeitungsartikel und so von damals mit dem Vandergriff House, aber das andere, wir wissen jetzt leider nicht in welchem Jahr das hier aktuell spielt, aber die Leichen, die da liegen, die sind ja alle noch nicht so lange tot. Wenn das Blut noch nicht schwarz ist, sondern es war noch rot. Also das kann erst noch nicht so lange her sein. Und Hammer sieht ja schon wieder geil aus. In einem Moment macht das Spiel mich richtig fertig und im nächsten gibt es mir so eine Aussicht. Finde ich gut. Ja, unser nächstes Ziel sollte halt die Mine sein, denke ich. Da oben waren wir jetzt. Wir waren hier im Wald. Ich gehe mal eben auf den Weg zurück, ob wir von da noch irgendwo anders hinkommen. Wenn ich den jetzt wiederfinde hier im Wald. Ich glaube, der war irgendwo hier vorne. Ja, hier bin ich runtergekommen und dann abgebogen. Wieder runter. Da ist irgendeine Höhle, ich weiß, oder? Ist das eine Höhle? Nee. Gang in den Berg hinein. Okay. Da ist aber nichts. Ja, ich muss jetzt irgendwie runter zu diesem Minenschacht. Weil dieser andere Schacht wird ja wahrscheinlich verschlossen sein, nehme ich mal an. Wo ich letztes Mal vorstand. Ich bin echt mal gespannt, wie viele das schlussendlich überleben hier von der Familie. Wahrscheinlich niemand. Ja, ich glaube, nächstes Mal gehen wir hier runter und gucken, ob wir dann zu der Mine kommen. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, die zu erkunden. Mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich für heute und hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann!